Die Großmutter des Jugendlichen, der am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort von der Polizei getötet wurde, hat zu einem Ende der landesweiten Ausschreitungen aufgerufen. Die von französischen Medien als Nadja bezeichnete Frau sagte am Wochenende, dass die Randalierer den Tod des 17-jährigen Nahel als Vorwand nutzten, um Unruhe zu stiften. Die Familie wolle aber Ruhe. Die Situation in Frankreich war in der Nacht zum Montag etwas ruhiger als in den vorangegangenen Nächten. Im Pariser Vorort Nanterre herrschte angespannte Ruhe. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Am Tatort hatten Demonstranten Blumen und Protestplakate niedergelegt.